So, und dann sind wir gleich auch schon wieder da. Einen Tag später auf YouTube. Zurück ins Spiel. Wir sitzen wieder vor unserem Lagerfeuer. Und gucken mal, wie weit wir da hinten buddeln müssen, bis wir aus dem. Achso, hier da oben gucken, ne, ist besser. So. Die kann man jetzt leider nicht mit Aufgaben betrauen wie, ey, buddel mal weiter oder so. Hier, 6 war es. Ne, 7, 6, 6. So. 6 sagen, 7 drücken bringt dann auch nichts. Ne? 1 drücken und dann hier weiter. Buddeln uns mit diesen drei Reihen hier erstmal so weit es geht aus dem Berg raus und guck, ach, guck mal, da kommt schon was anderes. Aber das ist Granit, ne? Das ist nicht Erde. Das kann alles bedeuten. Da hinten ist sowieso viel Granit. Wahrscheinlich buddel ich mich jetzt genau geradewegs in die. In die Schafherde rein. Na, keine Ahnung. Ja, über das Menü kann man ja sowieso schon mal reden. Ich hatte es halt ja letzte Folge angekündigt, dass das dieses, dass ich ja diese Folge mal drauf eingehen möchte. Und so das Hauptmerkmal für mich, warum mir das auch irgendwann mal so aufgefallen ist, war so der Umgang mit dem Menü, mit dem Inventar, ne? Sprich, mit der Anzeige des Verfügbaren, des Nicht-Verfügbaren und des unter Umständen irgendwann mal Verfügbaren. Das finde ich halt hier in Minecraft auch so toll. Kann ich mal zeigen. Hier kann ich, wenn ich auf. Also das hier ist das Inventar für die, die es nicht kennen. Das ganze Ding hier. So, da ist meine. Hier bin ich. Das ist eigentlich ist das eine Frau. Das ist die Alex. Aber das sieht eher aus wie ich. Habe ich nie genommen. Und hier, wenn man auf das Rezeptbuch drückt, kann man das aus- und anmachen. Und im Rezeptbuch kann ich mir auch noch anzeigen, zeigt es nur das Verfügbare an. Oder auch das eventuell irgendwann mal Verfügbare, sprich, wenn ich die richtigen Ressourcen zusammen habe, die im Rezept stehen, das kann ich mir hier auch nochmal genau anzeigen lassen. Und das ist jetzt auch nur für das 2x2er Feld, wenn ich jetzt mich zu einer Werkbank begebe, dann ist das 3x3. Und man hat jetzt gesehen, da waren 4 Seiten. Ach, da brauche ich ja nicht dafür, da hinten hinzulaufen. Oh, ich glaube, der Hund will rein. Kleinen Moment mal. Der sitzt vor der Tür und grummelt. Normalerweise ein Zeichen dafür, dass er rein möchte. Kleinen Moment, ich muss mich mal hier aus meinem Tisch befreien. Ich bin so froh, dass ich es habe. So geil. Hallo und komm so rein. Ja, komm schon. So, und wieder hier drauflegen. Und dann habe ich nämlich, kann ich mir mein Mauspad, ups, und mein Keyboard hier hinlegen. Schön, wie das alles funktioniert. Ich finde es so schön. So, nochmal kurz zurück zum Inventar. Das ist das kleine Inventar. Und wenn ich jetzt zu einer Werkbank gehe, dann kann ich. Und hier ist halt eben auch, hier sind gerade mal, jetzt werden 4 Seiten angezeigt von. Ach, ich laufe in die falsche Richtung. Von verfügbaren und eventuell irgendwann mal verfügbaren Dingen. Wenn ich jetzt hier zur Werkbank gehe und da das Inventar aufnehme, das ist ein 3x3 Matrix und hier gibt es ganze 10 Seiten.
Und hier konnte man zum Beispiel auch, habe ich letztens gefunden, was war das denn gerade? Momentchen mal, ich muss mal gucken. Ach, das war Getreide. Ein Lagerfeuer bauen. Wo ist es? Da, hier. Ne, dazu bräuchte ich jetzt drei Baumklötze. Wenn ich Eiche nehme, entrindet. Drei Sticks und einmal Kohle. Und dann kann ich mir ein Lagerfeuer bauen, wie ich das da hinten schon gemacht habe. So, die weißen Sachen sind verfügbar. Die roten sind nicht verfügbar. Wenn ich jetzt im Real Life mein Inventar aufrufe, jetzt fangt dann wieder an, mir auf den Sack zu gehen. Warte mal, ich gehe mal da hinten wieder hin, wo ich mehr Ruhe hatte. Die quatschen mir so viel dazwischen. Das soll ich auch gerne tun. Dann geht man einfach selber irgendwo wieder hin, wo man Ruhe hat. So habe ich das auf der Bäckerfinke auch die ganze Zeit gemacht, wenn man immer zu viel Blödsinn gequatscht hat. Und das war halt eben auch genau das so, wenn man jetzt sein Inventar aufruft und sich dann die ganze Zeit mit den Dingen beschäftigt, die nicht verfügbar sind und das dann auch noch in einer Form, dass man halt eben das als Mangel wahrnimmt und nicht als die Möglichkeit, irgendwann dran zu kommen, indem ich mir halt eben all das suche, was gebraucht wird, um es möglich zu machen. Und das ist in Computerspielen nicht anders als im realen Leben auch. Das ist dem 1 zu 1 nachempfunden. Oh, da geht die nächste Hacke. Gut, dass wir noch eine dabei haben. Ich weiß, wo es noch mehr gibt. Und ich weiß ja auch, wie man sie zusammenbaut, nicht? Da kann man noch mehr von machen. Ja, und das ist halt so eine Eigenschaft, wo sehr viele Menschen im Westen halt eben so mit ihrem Inventar umgehen. Halt eben auf die Weise, dass sie es, dass es sie frustriert statt erfreut. Wenn ich mein, wenn, also bei mir ist das mittlerweile so, ich rufe mir quasi auch sehr häufig mein Inventar auf und dann freue ich mich letztendlich über alles, was da drin ist. Das Verfügbare, das, was ich jetzt gerade nutzen kann, und auf alles, was ich vielleicht irgendwann mal. Und wenn da jetzt wirklich was ist, was ich gerne hätte und nicht bauen kann, dann weiß ich, ich muss mir einfach die Ressourcen zusammensammeln und dann kann ich es machen. So, im richtigen Leben ist das kein bisschen anders. Alles, was man ermöglichen will, erfordert etwas Verfügbares und wenn das nicht verfügbar ist, dann kann man das nicht machen. Und wenn man statt dann halt eben aber rumzumosern, bin ich halt dann damit beschäftigt, das verfügbar zu machen, was gebraucht wird. Und das macht mein Leben um so viel reicher, weil es halt eben auf diese Weise immer wieder dazu führt, dass ich irgendwelche Sachen habe, die ich vorher mir nur erträumen konnte. Ob das jetzt halt eben. Und ich rede von verfügbar, ich rede nicht von Besitz. Ja, also das ist jetzt nicht, ich sehe mein Inventar nicht als mein Konto oder so, wo drauf steht, was ich alles besitze. Da ist vor allen Dingen oftmals sehr viel Zeug drin, das ich überhaupt nicht besitze, aber halt eben nutzen kann, wie zum Beispiel Atemluft. Ja, bin ich sehr dankbar und froh, dass das so ist, was man hier noch nicht bezahlen braucht. Ne? Wundern würde es einen auch nicht, wenn es irgendwann mal so weit wäre. Also zumindest viele nicht. Da sammeln wir wieder ein bisschen Kohle. Oder auch nicht. Also unter Umständen genau da wieder nicht. Ne? So, dann mal ein langer Gang. Bin mal gespannt, wo wir rauskommen. Ey. Gleich kommt ein Wasserfall und wir hängen hinten an. Nee, das ist zu weit. Das ist zu weit rüber. Das kann nicht da sein. Wir landen bestimmt im Kuhgehege. Irgendwo da. Oder in der anderen Bude. Ich könnte auch mal auf die Karte gucken. Ich habe nämlich auch eine Karte. Ja, das war's. Gehen wir mal ein paar Hacken holen. Boah, das ist aber echt, also wenn ich das jetzt auch noch ganz aus.
Das wird aber ein großer Raum. Da kann man aber viele Betten für Mitbewohner reinstellen. Ich glaube, es sprengt ein bisschen den Rahmen. Ich glaube nicht, dass ich den. Hups. Hallo? So. Hallo? Hallo? Ah, das ist voll schön. Doch, das freut mich jetzt, dass da auch. Sind zwar nur Typen. Wäre auch schön, wenn man mal eine Frau träfe, aber man stellt sich einfach vor, dass die Frauen hier sehr ähnlich aussehen wie die Typen und die Hälfte ist weiblich, die Hälfte sind sehr androgyne Bewohner. Komm, geh mal ein bisschen schneller hier. Entschuldigung, ich habe gerade auf den falschen Dings geguckt. hier sind noch Hacken und auch meine Diamanthacke. Komm, ich nehme die mal mit hier auch und ja, und komm, sei es drum, die auch. Machen wir erstmal so. Derweil können wir auf jeden Fall da gerade schon mal wieder Bruchstein ablegen. Brauchen wir hier nicht. Das kommt, glaube ich, in den anderen, ne? Ja, mal kurz mal gerade Inventar leer machen. Da in der Kiste ist nämlich Getreide drin. Das kommt da rein. Hier ist die Karte. Groß Rindfleisch. Ja, ich musste mal gucken, ob ich die Kühe mit der Hand kaputt gehauen bin. Weil ich Leder auch brauchte. Und da musste leider eine Kuh dran glauben. Kann man ja mal machen. Die wollte nicht mehr, die war lebensmüde. Der Ochse von der ist letztens gestorben und da hat die auch nicht mehr viel Lust gehabt. Irgendwann hatte ich doch auch noch ein, ja, genau, Steine, da kann nämlich genau der Granit noch mit rein. Und dann habe ich noch Glowstone-Staub. Kann das packen wir auch hier mit rein. Und das Glas kann hier wieder zurück. Erstmal. Mäh. Mäh. Ha, schnell laufen. Wow. Daneben. Hallo. So. Gehen wir die Diamanthacke kaputt machen. Das ist schon weit. So, geht doch alles ein bisschen schneller hier mit dem Ding. Wieder so weit weg. Hier, nochmal. So. Da ist Erde. Das heißt, wir kommen langsam aus dem Berg raus. Macht man nicht, ne? Macht man mit der Hand. Oder mit einem anderen Stein. So. Also da tropft es auf jeden Fall schon mal durch da hinten.
So. Ja, und so kann man das halt eben in Spielen trainieren, mit gewissen Sachen im realen Leben einfach völlig anders umzugehen. Das ist der Grund, warum ich irgendwie dieses Spielen für mich dann auch entdeckt habe. Was auch echt Spaß macht mitunter. Und dann habe ich da ja noch ganz andere Sachen. Wie zum Beispiel den Serverwechsel. Das kann ich demnächst hier auch viel besser veranschaulichen, was ich damit meine, wenn ich sage, ich glaube gar nicht mehr wirklich oder ich kann es tatsächlich gar nicht mehr wirklich glauben, dass wir hier auf so etwas wie einem Planeten leben, sondern offensichtlich, für mich offensichtlich, gleicht das alles hier viel mehr einem Server und eben da, oh, ich wusste es, nein, jetzt flute ich mir das Ding. Ich komme im See aus, ne? Scheiße. Wo denn? Wo denn genau? Komm schon, durch da. Okay, in dem. Puh. Hier vorne ist. Okay, in dem. Da würde ich ja glatt mal sagen, machen wir hier mal gerade ein Loch. Warte mal, wo ist das? Da müsste ich ja da hinten irgendwo auskommen. Interessant. Ich buddel hier mal gerade. Und dann machen wir hier zu, dann suppt es da zwar durch. Waldemar. Können wir hier auch so eine kleine Insel noch draufsetzen? Die müssen wir hier aber noch erstmal noch mit dem verbinden, damit das Gras hier rüber wächst. Und dann lassen wir das dann noch. So, ich müsste, wenn ich jetzt dann hier zwei runter, ich gehe noch eine runter. Wenn ich dann in diese Richtung gehe. Müsste ich mal einen Tunnel treffen. Genau. Perfekt.
Und das sind auch so Sachen, ne? Hier diese ganzen Steine jetzt wegmachen müssen, um das da hinzubekommen, was ich da gerne hätte. Ja, es gibt Notwendigkeiten und wenn mir das nicht wert ist, das hier zu machen, dann mache ich es am besten gar nicht. Aber dann brauche ich auch nicht zu erzählen, dass ich sowas gerne hätte. Und es ist sehr schön, Sachen geschenkt zu bekommen, gar keine Frage. Aber das Allergeilste ist immer noch von allem, was man so haben kann, wenn man das selbst gemacht hat. So, dann haben wir jetzt einen sehr interessanten Zugang von ganz da hinten auch in die Höhle. Das heißt, ich brauche dann auch nicht mehr ganz so weit da hinten rumzulaufen, wenn ich mal von Höhle in Richtung Stadtmauer will, Burgmauer, wie auch immer man das nennen mag. Burgmauer, ja, ne? Irgendwo müsste ich dann da hinten wieder auf Level kommen. Boah, ich freue mich auch wirklich so wahnsinnig auf das Spiel mit dem Manu dann auf dem Server. Ja, andere Leute mit dabei sind, keine Ahnung, wer da noch Bock hat und dann auch reinpasst. Wie gesagt, arschlochfreie Zone, Leute, die ganz am rummüllen und bla bla bla, sind dann da unpassend. Geht mehr so, da auch mal Leute zu zeigen, die auch in Spielen wie im realen Leben wissen, Besseres zu tun als rumzunölen. Ja, wirklich, Leute, dann, ne, wenn ihr zu viel nölt und euch das selber schon auf den Sack geht, dann fangt, wenn ihr nicht wisst, wie das geht mit Aufhören zu nölen, dann fangt an, euch auf das Verfügbare zu konzentrieren und das zu nutzen. Hört damit im Nölen automatisch auf. Nölen haben nämlich eigentlich immer nur Leute nötig, die genau das nicht können, wollen, machen, was auch immer. Und jeder andere hat was Besseres zu tun als das. So, hier ist jetzt der Ausstieg von eben, ne? Könnten wir eigentlich mal sowas wie eine Treppe hinsetzen? Mache ich jetzt gerade erstmal auch aus. Wenn ich die so hier hinsetze, und hier, dann muss ich hier den wegmachen, ne? Und das ist genau der eine. Das ist nicht so günstig. Das würde funktionieren. Aber siehst du, hier fängt es an zu tropfen. Ich habe einen Abstand gelassen zum Wasser. Ne, dann machen wir das da weg. Und den hier setzen wir hier hin. Und dann müssten wir eigentlich rauskommen. Prima. Und da hat schon das angefangen, da drüber, rüber, rüber zu wachsen. Und dann würde ich diese beiden Blöcke hinter oder die drei wegmachen, wenn das dann jetzt hier so rübergewachsen ist. Ja, und mal gucken hier, wo sie es kommt. Mal ein bisschen Platz hier. So, da irgendwo in der Gegend müssen wir dann auskommen. Also eigentlich hier irgendwo hier zulaufen, da müsste irgendwo dann unser Loch rauskommen und ich hoffe ja inständig, dass wir jetzt nicht genau einen drunter liegen. Doch tun wir aber, wenn nicht sogar noch mehr. Nein, das heißt, ich bagger mich hinten aus der Mühle ins nächste Wasser rein.
Ja, dann ist doch vielleicht wirklich besser, wenn wir das jetzt hier einfach als Zugang nutzen. Gar nicht wirklich bis da hinten. Komm, schwimm mal da durch, schwimm mal dahin. So, zack, siehst du das genau, was ich meinte. Jetzt wächst das Gras hier schon rüber. Ups. Und bauen hier einen kleinen. Hier, da können wir die schon wegmachen. Ja, ist doch egal jetzt. Hier könnte man einen schönen kleinen Eingang bauen. Dann hätte man auf jeden Fall die ganze Abkürzung von der Höhle. Dann machen wir das dann auch noch schöner. Weil ich wette, wenn ich jetzt hier durchgehe, dann hänge ich. Dann haue ich mir hinten das Mühlrad kaputt. Ist das schon gezeigt, das Mühlrad überhaupt? So, kommen wir zu der Brücke. Zack, zack. Und hier, da, ist es nicht geil. So, hier kann man auch noch rüberlaufen, wenn man möchte. Und runterfallen und sich Fallschaden holen. Das läuft genau darauf zu, ne? Und dann habe ich wieder, nee, dann bringt das nichts, dann war das eine schöne Idee. Aber statt jetzt wieder alles zuzumachen, was genauso deppert wäre. Deswegen müssen wir hier mal Laub wegmachen, wenn wir da. Aber dann machen wir hier irgendwie einen versteckten Eingang, oder? Wir können ja theoretisch. So in der Art. Quasi hier so ein. Was man dann auch alles noch mit. Mit Gras bewachsen. So. Können wir da dann schon. Gras, Treppe. Gehen wir hier noch ein bisschen höher. Mal hier noch. So, und hier noch eine Fackel drauf. Jetzt wieder runter. So, dann sieht das hier so ein bisschen versteckt aus. Nein, keine Fackel. Dirt will ich da haben. Dirt. Ja, hier bis unten schon wieder Gras über die Sache gewachsen. Sehr schön. Hier tropft dann halt ein bisschen durch, aber dann haben wir hier einen etwas leichteren Zugang zu allem. So, wir sind schon wieder bei 29 Minuten. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass ich die Zeit innehabe. Das heißt, diese Folge ist vorbei. Tschüss mit F. Freue mich aufs nächste Mal und wir gehen aus dem Spiel raus und nehmen die Aufnahme. hier, da, Aufnahme stoppen. Tschüss mit F, macht's gut, bis nächstes Mal.